Hier ist Don Stonefield live mit den neuesten Polaris-Nachrichten. Heute Abend ist Neftin und Vendraprops Angriff auf Pollux Industries genau 6 Monate her. Die geschätzten Hörer, die nicht unter Kurzzeitgedächtnisproblemen leiden, werden sich sicher noch an die Entführung des Firmenchefs und Vendraprops Verhaftung erinnern. Dalvin Apogee, Kommandantin der Polaris-Abwehr, berichtete der Presse, dass Neftins Aufenthaltsort unbekannt sei. Doch wie ich gerade erfahre, wird Vendra jetzt ihre rekordverdächtige Haftzeit im Vartax-Gefängnis antreten. Wird sie mit den Behörden kooperieren und den Aufenthaltsort ihres Bruders und seiner Geisel verraten? Ich schätze, nein. Denn in den Augen dieses Nachrichtensprechers ist die Dame ernsthaft verrückt. Recht. Wir haben beim Flug durch den Asteroidengürtel ein paar Tiratropen erwischt. Was meinst du? Ratchet? Oh, sorry. Ich glaube, wir müssen nur den Ionenumwandler wieder anschließen. Okay, legen wir los. Danke, Mann. Empfange Holo-Nachricht von Apogee Taubin. Hey, Ratchet! Ich krieg keine Luft, kein Sauerstoff! Mein Leben läuft vor meinen Augen aus! Ich höre gar nicht zu! Ratchet! Ich sterbe! Nein, tust du nicht! Na schön! Bei meiner ersten Show hast du noch gelacht! Ich fand das Ganze sehr humorvoll. Danke, Clank! Unsere Sensoren empfangen eine Art Riss im Energiefeld auf Deck 3. Alles okay? Ja, das war meine Schuld. Ich dachte, quer durch ein Asteroidenfeld geht's etwas schneller. Wir liefern die Gefangene in ungefähr 2 Stunden in der Vartax-Strafanstalt ab. Dann holt sie lieber sofort aus dem Kälteschlaf. Je schneller ihr sie den Vartax-Wachen übergebt, desto besser. Oh, du sorgst dich um uns. Vendra Brock ist anders als gewöhnliche Verbrecher. Sie ist kalt und herzlos. Sowas habe ich noch nie gesehen. Geht also bitte nicht ohne Crunk und Zephyr zu ihr, okay? Wir gehen jetzt sofort zu ihm. Ich habe alles unter Kontrolle, Tel. Kein Stress. Ich glaube, Crunk und Zephyr sind noch auf der Brücke. 10 Bowls, dass sie wieder schlafen. Warte mal kurz, während Kronk und ich Vendra wetten. Deaktiviere Kälteschlaf für Häftling 9971. Kronk, Vendra, bitte warten. Fehler. Energieschwankung festgestellt. Energieschwankung festgestellt. Was ist hier los? Das ist sie! Ich wusste, das ist eine blöde Idee! Wir befinden uns in Angriffsreichweite zur Nebulox.
nicht mehr fallen auf meinen Befehl. 3, 2, 1, Feuer! Ups, war der falsche. Du, bring mich zu meinem Bruder. Der Rest von euch sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Ihr habt die Lady gehört. Los geht's, wir werden dafür bezahlen. Sie entkommt uns. 6 Monate? Du lässt mich hier drin für 6 ganze Monate? Oh, das war nicht gerade einfach. Ich musste Amtsträger wegen der Position des Schiffs bestechen, galaxieweite Verbrechen koordinieren, extra Schläger erneuern. Du bist der Schläger! Zumindest solltest du das sein. Das ganze Universum hält dich für einen Helden. Aber weißt du, was du für mich bist? Ein Feigling. Jemand, der nicht den Mumm hat, nach seinem eigenen Volk zu suchen. Lass uns sofort hier raus, du elende Hexe! Gib mir den Detonator. Das sind doch nur ein paar alte Kampfbots. Ihn zu beseitigen ist doch ein bisschen... Ein bisschen was? Mach's gut, Ratchet. Ratchet, bist du da drin? Ich komme nicht raus. Du kannst nicht ewig da drin bleiben. Doch, kann ich. Hätten wir sie bloß nicht allein auf die Zwillinge losgelassen. Ich hätte ihn zur Flucht raten sollen. Was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Auf manche Dinge haben wir einfach keinen Einfluss. Möchtest du, dass ich es dir sage? Nein. Ich mach das. Ratchet, geht es dir gut? Deine Navi-Einheit sagt, du wirst im Zarkov-Sektor. Sie sind tot. Ich meine Kronk und Zephyr. Sie sind tot? Es tut mir so leid. Aber Clank und ich werden sie aufhalten, bevor sie noch jemandem wehtun. Hört auf mich. Komm zurück nach Meridian City. Tell. Bitte. Du und Clank, Ihr seid alles, was ich noch habe. Ich muss das wieder gut machen. Wir bleiben in Kontakt.
Vielen Dank für die Hilfe. Hier, dieser Schwerkraftstrahler ist ein Zeichen meiner Wertschätzung. Pollux hat den Schwerkraftstrahler entwickelt, um sich auf dem Planeten bewegen zu können. Ich werde dir zeigen, wie man ihn benutzt. Ist etwas kompliziert für euch, Unzivilisierte. Bist du ein arbeitsloser Halunke, Ganove, Verbrecher auf Bewährung und oder tauge nichts? Dann mach jetzt mit beim Halsabschneider-Vernichtungsderby und verdiene einen Platz bei unseren verehrten Vollstreckern. Letztes Jahr noch klaute ich alten Damen das Kleingeld. Jetzt bin ich funktionales Mitglied einer dysfunktionalen Subgruppe. Danke, Vernichtungsderby. Als Kind habe ich kostenlos meine Klassenkameraden verprügelt. Jetzt habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Und meine Mutter dachte, aus mir würde nie etwas werden. Danke, Vernichtungsderby. Vor dem Vernichtungsderby war ich der Geschäftsführer einer angesehenen Anlage- und Maklerfirma. Jetzt lauere ich hauptberuflich Unschuldigen auf, weil die Wirtschaft voller Mar... Vernichtungsderby, wo es keine Regeln gibt, keine Vorschriften. Nur ein simples Grundprinzip. Geh einfach nicht DR auf. Rauf. Neue Rekruten bekommen kostenlos eine Düsenpack-Aufrüstung. Jawohl, dieser sehr besondere Preis ist genau das Richtige, um deinen Roboterfreund in einen winzig kleinen Kapitän der Lüfte zu verwandeln. Und das gibt es nur hier, beim Halsabschneider-Vernichtungsderby. Was macht ihr denn hier? Wir sind hier, um dich zu retten. Was? Wir sind hier, um dich zu retten. Aber sag erst, woran du für die Zwillinge arbeitest. An gar nichts. Nur dieses kleine Projekt, das ich im Büro noch liegen hatte. Bestimmt nichts Illegales. Nur ein winziges, unbedeutendes, transdimensionales Portalgerät. Was für ein transdimensionales Portalgerät? Hey, Streber! Was ist denn unten bei dir los? Nur ein Treffen meines Buchclubs. Kommst du auch? Nein. Dann macht weiter. Na los, wir haben nicht viel Zeit. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Ich bitte um Verzeihung, aber was muss schnell gehen? Was hast du mit ihm gemacht? Transdimensionales Software-Upgrade. Ich gebe dir gleich einen Crashkurs. Der gesamte Planet ist voller Dimensionsspalten in eine Realität, die die Zwillinge Unterversum nennen. Deine verbesserte Taschenlampe ortet sie mit Hilfe von Strahlungsteilchen. Strahlungsteilchen? Ist das sicher? Keine Sorge, ich bin völlig sicher. Solange ich mich weit genug von deinem enorm radioaktiven Körper fernhalte. Ist er bereit? Die haben einen Dimensionator gebaut? Du musst dich auf denjenigen konzentrieren, den er finden soll. Mein Freund, ich habe auch Familienprobleme. Hab keine Angst, den Schmerz rauszulassen. Das ist aber viel Schmerz. Dimensionator, finde die Unterlinge! Ich heiße euch alle willkommen! Wir sind nah dran. Wir haben dich bald daraus. Sei doch nicht so. Wir sind doch schon so weit. Es hat lange gedauert, aber die Mauern zwischen unseren Welten werden tatsächlich jeden Tag dünner. Nein. Niemand weiß vom Planeten Silox. Die Stadt ist seit Jahrzehnten verlassen. Dafür haben wir gesorgt. Erledigt sie.
Natürlich. Hat hier gerade jemand von einem Retter gesprochen? Nein, eigentlich... Hä? Jo. Ja, wir haben drüber gesprochen. Tut mir schrecklich leid, das mit Kronk und Zephyr. Sie waren wahre Helden. Danke, Quark. Ich... Lass es raus. Lass alles raus. Hab keine Angst zu weinen. So ein tapferer Lump. Okay, jetzt reicht's. Die Zwillinge benutzen einen zweitklassigen Dimensionator. Wir müssen zusehen, dass der echte sicher ist. Keine Sorge. Er ist ausgestellt im sicheren Flügel des Intergalaktischen Geschichtsmuseums. Da kommt praktisch niemand rein. Wenn wir den hier zerstören, können die Proks keine weiteren Unterlinge mehr holen. Ratchet, wir müssen zum Planeten Sinox. Ja, verbringen wir mehr Zeit in diesem Spuksektor mit seinen heimtückischen Weltraumdämonen. Entspann dich, Quark. Da spukt es nicht. Aber wenn du magst, halt uns doch vom All aus den Rücken frei. Klasse Idee! Eine taktische Patrouille aus dem Kosmos! Patrouille auf der Brücke. Kannst du das mal auskundschaften? Geheimagent Clank meldet sich zum Dienst. Die Konsole ist wohl eine Relaisstation für den Funkverkehr der Halsabschneider. Wenn wir sie knacken, können wir die Zwillinge vielleicht triangulieren. Klingt nach einem Plan. Ich mach dir Platz zum Arbeiten. Zugriff verweigert. Alarmiere Bodeneinheiten. Na, wie läuft das Hacken? Ich bin fast fertig. An diesem Himmelszugbahnhof scheint ein starker Energieanstieg zu sein. Durch den Aquädukt kommen wir dorthin. Schätze, die Wasserpumpen brauchen zuerst Energie. In der Luft. Eine Folge fortwährender transdimensionaler Experimente. Wisst ihr, ohne echten Dimensionator kann man die Mauer der Realität nicht einfach durchbrechen. Man muss sie langsam abtragen. Aber mit welchen Folgen für den Sektor? Wie viele Leben willst du Vendra noch zerstören lassen, nur um ein paar Portale zu öffnen? Sie ist hartnäckig, das gebe ich zu. Kann man ja auch nicht übel nehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Euer Volk direkt vor euren Augen. So unglaublich nah. Und doch unerreichbar. Ja. Ja, das kann ich. Aber etwas zu sehr zu wollen, kann einen etwas Schlimmes verwandeln. Spielt keine Rolle. Ich beschütze sie. Und da ihr es nie tun wollt, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als euch zu beseitigen. Klar. Jetzt zückt ihr eure Blaster. 20 Jahre warten wir auf die Wiedervereinigung mit den Unterlingen.
Von der Polaris-Verteidigungstruppe habe ich das erwartet. Aber nicht von dir. Du müsstest das verstehen! Wenn du dieses Monster hierher holst, wird jeder in der Galaxie in Gefahr sein. Da magst du recht haben. Aber ich mache es trotzdem. Dimensionator! Finde die Unterlinge! Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. Zurück auf euer Schiff! Warum tust du das? Ihr habt die beste Chance, meine Schwester zu retten. Und nur durch sie könnt ihr die Unterlinge stoppen. Flieht zum Planeten Tran. Wir treffen uns dort. Irgendwelche Ideen, wie wir Neftin finden? Meine Scanner empfangen eine Art Notrufsignal. Aber es ist nicht von Neftin. Ich glaube, es könnte die Nebulox sein. Hallöchen, mein Freund. Nett, dich so weit draußen im Zarkov-Sektor zu treffen. Was kann ich für dich tun? Wir suchen einen Verbrecher namens Neftin Trog. Hast du ihn gesehen? Ich habe tatsächlich einen Sternenkreuzer der M-Klasse hinter dem Hügel dort landen sehen. Doch der Weg ist durch Weltraumtrümmer versperrt. Ja, dort oben muss etwas Skandalöses passiert sein. Du brauchst Hoverstiefel, um hinzukommen. Ich habe meine Hoverstiefel bei der Zerstörung der Nebulox verloren. Keine Sorge, mein Freund. Ich habe noch ein Reservepaar. Von dem kann ich mich aber nur trennen, wenn du mir ein paar Gargaton-Hörner bringst. Was meinst du? Gargaton-Hörner findet man überall im Sumpf. Manche in Fossilien, oder du nimmst sie direkt aus dem Schlund eines Dämons, wenn du verstehst, was ich meine. Diese Tankstelle scheint kaputt zu sein. Die virtuelle Diagnose meldet, ein Versa-Regulator fehlt. Ist das alles, was fehlt? Ich habe nämlich rein zufällig einen hier. Für, sagen wir, 30 Gargaton-Hörner gehört ihr dir. Ich lege sogar noch ein paar Bolts als Bonus drauf. Ich denke, dieser Schmuggler könnte verschlagen sein. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ich zahle einen fairen Preis für jedes Gargaton-Horn. Psst. Los, gehen wir rein, bevor es noch jemand sieht. Ein interessantes Versteck haben die Procs hier. Ja, gemütlich. Wonach genau suchst du denn da? Einem Tourbot für das Intergalaktische Geschichtsmuseum. Vendra und ich haben ihn nach der Verlegung des Originaldimensionators geklaut. Du willst, dass wir den Dimensionator stehlen? Stehlen, ausborgen, nenn es wie du willst. Aber ja, es ist stehlen.
Nur dieses Gerät kann die Unterlinge wieder zurück durch die Barriere schicken. Warum machst du es nicht selbst? Schau mich an. Ich bin vieles, aber flink nun wirklich nicht. Ihr bringt mir das Artefakt, ich repariere es und voilà. Damit retten wir Vendra und treiben die Unterlinge zurück. Warum tust du das, Neftin? Deine Schwester ist wirklich fies zu dir. Na, sie war ja nicht immer so gemein. Sie ist einfach zornig. Hast du schon mal etwas so sehr gewollt, dass alles andere einfach unwichtig wird? Ja, aber wenn wir helfen, sie zu retten, dann musst du dich freiwillig stellen. Kronk und Zephyr waren Freunde von mir. Du musst für deine Taten bezahlen. Tu es oder rette deine Schwester alleine. Gut. Ist alles okay? Mein Vogel und ich haben einen Streit über das Teilen unserer Gewinne. Du könntest mir nicht vielleicht helfen, ihn zu suchen, oder? Klar, ich suche gern nach ihm. Für ein paar Bowls? Du hast Geschäftssinn, mein Freund. Bowls für den Vogel. Hey, da bist du ja. Du hast den Vogel gefunden. Vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Bist ein 1A-Schlüsselschnüffler. Für den Tresor braucht man natürlich 6. Und ganz zufällig habe ich den letzten hier bei mir. Besorg mir die restlichen Hörner, dann kommen wir ins Geschäft. Ich wusste, das wird eine einträgliche Geschäftsbeziehung. Okay? Ich warte die ganze Zeit auf Kronks Schnarchen oder Zephyrs Geschimpfe, weil er seine Seifenoper verpasst hat. Wenn die Unterlinge zurück in ihrer Dimension sind, werden sich die Brocks für ihre Verbrechen verantworten. Ich wollte das Sicherheitssystem abschalten, aber Captain Quark hat den Code vergessen. Ich erledige das. Zapf einfach das Holosignal an und sag uns wohin. Neftin, ich hab den Dimensionator. Wie schaffe ich ihn zu dir? Nicht von den Fenstern weg. Er hat sich sicher eine Art hydraulische Seilbahn besorgt, oder? Oh, tut das weh? Okay, wird schon schief gehen. Sorry. Uns gefunden. Allein der Dimensionator kann sie zurück ins Universum schicken. Bestimmt sind sie hier, um ihn zu zerstören. Neftin, wie läuft's mit dem Dimensionator? Nur noch ein bisschen. Dimensionator, finde Wende. Wie hast du mich gefunden? Neftin hat geholfen, den Dimensionator zu reparieren. Lux, wir sollten diese Dimension verlassen. Ich kann nicht. Ich bin zu schwach. Ich brauche etwas, um die Barriere zu durchbrechen. Wie wär's hiermit? Zurück. Es hat geklappt. Bring mir noch eins. Ratchet, ich habe Vendra gefunden. Ich versuche gerade, sie zu befreien. Wie wäre der hier? Danke. Geschafft! Verschwinden wir von hier. Ich will diesen Ort nie wieder sehen. Ratchet, ich habe Vendra. Wir werden bald da sein. Dimensionator, finde Vendra! Schnell! Dimensionator, finde das Universum.
Alles gut. Ich bin hier. Nur noch wir zwei. Ich war so gemein zu dir. Warum hast du mich beschützt? Du bist meine Schwester. Wo gehen wir hin? Ich habe etwas versprochen. Wir gehen in den Knast. Lass mich runter! Ich gehe nicht in den Knast! Vendra, sei still. Wir gehen in den Knast und basta. Dürfen wir denn noch böse sein? Nein. Ist das der Dimensionator? Ja. Ich nehme an, er funktioniert nicht mehr. Nein. Weißt du, ich habe einfach nie Glück. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Es tut mir wirklich leid. Ach, ist schon gut. Wenn der Dimensionator funktionieren würde, würdest du ihn benutzen? Und Lombaxe finden? Ich weiß nicht. Früher hätte ich sofort ja gesagt, aber inzwischen gibt es hier mehr für mich als dort. Na komm, lassen wir sie nicht warten. Sehen wir uns mal die Druiden in unten beim Römerfriedhof an!